TA5. Mhm. Hallo und herzlich willkommen hier wieder zurück bei Let's Play GTA 5. Wir sind hier stehen geblieben und ja, sind wir hier stehen? Keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir, glaube ich, unser Geld überwiesen bekommen, was wir von... Ja, das haben wir überwiesen bekommen. Aber das ist, soll uns jetzt nicht weiter drießen. Ich fahre nämlich jetzt zu Federal Investigated. Da fahre ich jetzt hin und mache meinen Sound auf meine Boxen ein bisschen laut. Lauter, mal schauen, hört man das? Ich hoffe nicht, dass man das hört. Mal schauen. Nein, das hört man nicht. Ich kann in Ruhe so losfahren. Und da ramme ich schon das erste Auto schon wieder nach der Aufnahme. Das ist doch klasse. Ich ramme auch jedes einzelne Auto weg. Ich kann es einfach nicht. So. Jetzt kann ich in Ruhe fahren. Wir fahren nach Brühe. Ach, das gibt's nicht. Was ich mal gerne wissen will, ist, ob ich mein Auto, wenn ich das, sag ich mal, ich würde nämlich gerne ein Auto auftunen, ob ich das wie bei GTA Online dann versichern könnte und auch mit so einem Chip machen könnte, so, dass ich es immer wieder habe, dass es nicht irgendwann weg ist. Das wäre nämlich sehr cool, weil das bräuchte ich auf jeden Fall. Uch, da muss ich jetzt hoch. Da müsste ich jetzt hoch. Endlich mal wieder GTA aufnehmen. Habe ich lange nicht mehr gemacht. Freut mich ein bisschen jetzt gerade. Weil das Spiel, muss man ja sagen, gehört wirklich für mich zu den besten Spielen 2013. Jetzt ist natürlich 14, aber das soll mich auch nicht weiter verdrießen. Komme ich da noch irgendwie hoch? Ah, ich glaube, da ist ein Weg hoch. Oh, jetzt habe ich wieder gegen mein Mikro. Meine Nase juckt. Immer wenn ich aufnehme, juckt meine Nase. Oh, das muss ich euch erzählen. Ich habe letztens von unseren YouTube, ich sag jetzt mal Kollegen, also Kumpels, habe ich den Livestream geguckt, hab von DayZ, hab mal so gedacht, komm, spiel mal einfach mal mit, geh mal auf dem Server drauf und such sie. So, dann habe ich sie wirklich verfolgt in DayZ und wusste natürlich, wo sie sind. Aber das Blöde ist, mein Internet hat geschwankt dadurch, dass ich den Livestream geguckt habe gleichzeitig. Und habe ich nicht gemerkt, dass sie auf mich gefeuert haben, wo ich sie gesehen habe. Und dann haben sie mich getötet. Und oh, mir tut es ein bisschen leid, dass ich nicht Bescheid gesagt habe, weil denen tut es nämlich auch ein bisschen leid, dass sie mich getötet haben. Aber eigentlich war es ja meine Schuld, muss ich sagen. Achso, das war... Okay. Eigentlich muss ich ja sagen, ist es meine Schuld gewesen, dass sie mich getötet haben, denn ich habe einfach nicht Bescheid gesagt hier. Ich bin mal auf euren Server gejoint. Aber ich habe mir irgendwie mal gedacht, guck, verfolg sie. Das war so verlockend einfach nur. Wo sind die denn? So, ich spring mal hier runter. Aber da ist auch nichts. Oder ist da unten irgendwas noch? Nee. Ich gehe mal zur anderen Seite. Hä, wo ist der denn jetzt? Das Teil gibt es ja wirklich. Das kam bei, oh, bei welchem Film? Ich glaube, der Ja-Sager. Genau, der Ja-Sager kam das, glaube ich, vor. Da musste man, ja, da war wie hieß der nochmal, der Mann? Der auch bei Bruce Allmächtig hier gespielt hat. Oh, wie hieß der denn nochmal? Ja. Das ist natürlich klasse, weil ich nicht genau weiß, wohin. Ich denke mal hierhin jetzt. Ah, da. Davy, how you doing? About as good as can be expected, but the news is not good.
I don't know what you're talking about. I know you did that fucking jewelry job. Dave, seriously, you're imagining things. Fuck you. All right. I did it. Arrest me. You know what? You'll be saving my life. Because you called it, motherfucker. What? You called it. Trevor. A couple days ago. We haven't really talked about anything either. But if, no, when he starts asking questions about why you're not feeding worms south of the Canadian border. Oh, we got problems. Yeah, no shit. We're in it. Together. So, if your problems are my problems, then I guess that means that my problems are sort of your problems. Nope. What if I lose my job? Someone comes into my office, starts reading my files. They'll see the things I did. I know a lot of stuff. I can cop a plea, get 5 years, but you... Fuck you, you ungrateful prick. I made your career. Well... And we better go about saving it together, because you and I both know we can't let it go to shit now. What do you need? This guy, Ferdinand Karamov. The agency claims he's dead. We at the Bureau think they're full of crap. We think he's being debriefed someplace. So? Apparently. He has information which will put me and my superiors out of circulation. Those agency fuckers have got the coroner's office locked down. We need you to verify the body. So how the hell am I gonna get in here? Well, you've played dead before, haven't you? Wow. Ganz ehrlich, Arschloch. I have always kinda liked you. Call me when you wake up. I'll tell you. Ganz ehrlich, Arschloch. Alter, der haut einen einfach die Keule über den Kopf. Das muss ja auch mal erstmal vorkommen. Meine Fresse. What we got? John Doe, white male, overweight, in his late 40s, possible coroner. Let's take a peek. The fat deposits on his hips and abdomen suggest a fondness for bleeder burgers. We're probably about to find one in his gut, still in its wrapper. Right next to the bottle of scotch and pack of Redwoods. See the broken capillaries around the nose? What the hell was that? Don't worry, it's just gas. No, no. It's reanimating. You want to cut it in the coroner's office, you're going to have to lose the nerves. Ah! Oh, Jesus! Ah! Back from the dead, motherfucker! Geil. Ich bin aufgestanden von den Toten. Ja. Hände über den Kopf. Come on. Might be in the other room. Out of there. Surrender yourself. So, ich muss jetzt. That don't look right. Guess you can't judge a corpse by its toe tag. Give me I found the toe tag. Ferdinand Karamov. It's on some big black lady. Definitely not your guy. Okay. The agency have the lower floors on lockdown to prevent a leak. I got a guy who can cut the power to give you some help. But you'll have to get upstairs if you're gonna get out. Ich nehme die Waffe auf. Sehr schön. Da habe ich doch schon den ersten Schuss wieder abbekommen. Ist natürlich... Oh, schieß! Schieß! Habe ich da ein Maschinengewehr? Heieieiei. Carry on with your business.
Okay, und wieder drüber. Habe ich wieder Munition? Nein, ich habe keine Munition. Oder kann ich viermal nach? Arschloch. Mann, oh Mann, Leben. Hat hier was für Scheiße. Ich brauche. Ich mag eigentlich Da ist doch was Richtiges für mich. Ja, wie soll ich jetzt da hoch? We got the exit sealed. This is fucked. Boah, wie lange braucht er, um zu sterben, ey? Da ist noch ein höher, glaube ich, meine Sachen. Ich muss jetzt schön daher. Und immer ab. Hab ich dann. Oh, oh, ist das ein geiler Bart. Oh, der passt aber gut. Ja, ist das gut. Ich hab einen Hitlerbart da dran, ey. Oh nein. Das gibt's ja nicht. Aus Blut. Da sieht man mal, wie ich arbeite hier. Meine Fresse. Ups, so, da ist er. Ich war gerade wieder ein bisschen konzentriert, habe ich so das Gefühl. Sauber. Ah, das finde ich. Guck mal, die Blutflecken. Hui, 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 hui. So, welches Auto nehme ich denn? Natürlich das. Natürlich, wenn die daher kommen, fahre ich daher. So, dann muss ich jetzt hier raus und 3 Sterne habe ich sofort. Boah, das ist fies. Da wäre ein Parkhaus gewesen, aber die sind im Moment noch an mir dran. Deshalb muss ich eigentlich. Ich glaube, das ist das Richtige für mich. Und in meiner Situation. Brauche ich das hier? Und jetzt suche ich einfach mal den Tunnel, der mich schon einmal gerettet hat. Vielleicht finde ich den ja. Oder vielleicht. Ach, hier sind wir. Komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon. Geh weg. Bitte. Geht weg. Geht weg. Geht weg. Geht weg. Los. Fuck. Ja. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Hey Mike. F. Hey, we need to talk. Quick. Meet me at those oil derricks just outside town, El Burro Heights. And make sure you're not tailed. Man, that don't sound too good, homie. Look, I'm on my way. Och nö, mein Controller quietscht so behindert. Scheiße. Dave, the hell?